Hallo Brettokucker, heute machen wir was ganz Feines, ein Reisfleisch. Dafür habe ich da Schamottschunken, Zwiebel, Knoblauch und natürlich Reis. Als erstes müssen wir mal einen Gulaschansatz machen. In dem Fall brauchen wir nicht so viel Zwiebeln, es reichen zwei Zwiebeln jetzt auf das Fleisch her. Reindl habe ich schon hingestellt, Schmalz ist schon drinnen. Wenn wir das gleich zum Ausschwitzen bringen dann. Das ist wichtig, man darf nicht eigentlich an den Reis dazugeben, sondern man muss eigentlich warten, dass das Fleisch einmal zart weich ist, ja, und nachher kann man an den Reis dazugeben und das fertig machen. Weil sonst ist das Fleisch dann im Reis drinnen und ist ganz hart. So, da. Die Züge können wir beinigen und dann können wir sich schon ums Fleisch kümmern. Müssen wir ein bisschen das Grobe wegschneiden. Beim Reisfleisch ist das nicht so gut. Dann schneiden wir gleich das Fleisch. In dem Fall, weil es für das Reisfleisch ist, schneide ich es kleiner, nicht so wie beim Gulasch. Da schneidet man schon ein bisschen größer. Jetzt hat der Zug Auschwitz, können wir noch Knoblauch herrufen. Und wenn jetzt der Zwiebel schön glasig ist, gut gepiert, dann können wir weiter tun. Der Zwiebel schwitzt schon schön an. Jetzt können wir schon Knoblauch dazugeben, den dann auch kurz mitschwitzen. Der ein bisschen angeschwitzt ist, können wir schon das Fleisch dazugeben und dann den Paprika. Ja. Können wir schon das Fleisch reingeben. Das lassen wir auch wieder. Ich lasse immer ein bisschen ausschwitzen. Ich finde es besser. Jetzt ist alles ein bisschen angeschwitzt. Jetzt tun wir paprizieren gleich. Einmal umrühren und gleich aufgießen. Zum Aufgießen ist gleich dazu zu sagen, gleich so wie man für den Reis braucht. Das heißt, für einen so einen Becher brauche ich 2,5 Wasser. Das heißt beim Wasser jetzt so, wenn ich einen Becher Reis habe, ja, brauche ich 2,5 Becher Wasser. So, jetzt haben wir es gleich fertig gewürzen und dann lassen wir es schön weich kochen. Das heißt, Salz, Majoran, unser Suppenwürze, die wir selber gemacht haben. Kann man bei diesen Sachen alles wunderbar verwenden. Ein paar Löffel rein. Wunderbar. So, zudecken, kochen lassen. Wenn das Fleisch weich ist, dann geben wir erst den Reis dazu und stellen es dann ins Rohr rein. Jetzt hat das Reisfleisch ca. 1,5 Stunden lang gekocht, so dahin geköchelt, gebraucht Kost, ein bisschen Salz fehlt. Das geben wir noch dazu rein. Das ist zur Vorsicht genommen. Wunderbar. So, dann lassen wir es jetzt noch einmal aufkochen und dann können wir schön Reis reingeben. Jetzt kocht es wunderbar. Jetzt können wir
können wir den Rest dazugeben. Das lassen wir jetzt so weit einkochen, bis praktisch der Reis mit der Flüssigkeit fast in der gleichen Höhe ist und dann kommt es ins Rohr rein. Da wird er dann fertig ausgedünstet. So, da sieht man recht gut, der Reis ist gleich mit Wasser circa. Jetzt haben wir das Ganze zudecken und ins Rohr bei ca. 120-130 Grad und lassen es fertig ausdünsten. Schauen wir mal, ob das Reisfleisch auch schon fertig ist, aber ich nehme es sehr stark auf. Ja, es schaut schon wunderbar aus. Herrlich. Gehen wir es gleich auf. So, Reisfleisch ist auch ein älteres Gericht schon. Wird aber sehr gern gegessen. Meine Kinder essen es zum Beispiel auch extrem gern. So. Gut ist, wenn man beim Reisfleisch immer ein bisschen Gulaschsaft hat. Ich finde es ganz einfach erstmal geschmacklich besser und zweitens einmal ist es natürlich dann auch viel softiger das Ganze. So. Grünes und drüber. Und fertig ist unser Reisfleisch. Wie immer, lasst euch auch schmecken. Das ist ein ganz wunderbares Gericht. Ich mache schon jetzt auch wieder das Rezept. Da bleibt nichts anderes zu sagen. Guten Appetit.